Ramadan. Welcome, holy month, Ramadan. Welcome, Ramadan. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Atlas Küche. Wenn vom letzten Bestellerrezept noch viel übrig geblieben ist, dann zeige ich euch heute, wie ihr den anderweitig einsetzen könnt. Heute werden es nämlich herzhafte Vielröhrchen mit einer leckeren Kartoffelfüllung. Denn nicht nur an Ramadan sind sie bei uns heiß begehrt, sondern auch auf Partys bestücken diese leckeren Häppchen das Buffet als Fingerfood. Und hier kommen jetzt direkt die Zutaten. Man benötigt Kartoffeln, Frühlingszwiebeln, Petersilie, Frischkäse, des Weiteren edelsüßes Paprikapulver, Kreuzkümmel, etwas Harissa und die kleinen Filoblätter, wo man den herbekommt, habe ich euch ja vorgestern im Pastella-Video verraten. Außerdem Salz, Pfeffer und etwas Olivenöl oder Sonnenblumenöl. Bevor ich die Kartoffeln verarbeite, müssen sie zunächst in Salzwasser gekocht werden. Dafür schäle ich die Kartoffeln, schneide sie anschließend in grobe Würfel, damit die Garzeit nicht so lang ist, und koche sie so lange halt, bis sie gar werden. Also ich denke, das erklärt sich hier alles schon von selber. Die Frühlingszwiebeln schneide ich in kleine Halbringe und dünste sie 4 Minuten in etwas Olivenöl an, anschließend zum Abkühlen in eine Schüssel geben und beiseite stellen. Meine Kartoffeln habe ich nach der Garzeit abgesiebt. Hier habe ich noch ein Teelöffel Butter hinzugegeben. Das sorgt für den guten Geschmack. Und nun stampfe ich sie, bevor es dann weitergeht. Ich liebe Petersilie, deshalb wird bei mir hier nicht gespart. Ihr wisst ja, viel hilft viel. Also ruhig eine ganze Handvoll nehmen, hacken und zu den Kartoffeln geben, die weiteren Zutaten hinzugeben und alles schön miteinander vermengen. Die Filoblätter habe ich mir bereits zurechtgelegt und vorbereitet, und denkt dran, sie immer luftig zu halten, damit sie nicht austrocknen. Und nun rolle ich mir schön Röllchen zurecht. Dafür lege ich das Blatt mit der Spitze nach unten. Lege immer jeweils ein Esslöffel Füllung, also ich finde ein Esslöffel Füllung ist optimal und reicht vollkommen aus, etwas oberhalb und rolle sie von oben nach unten. Das Ende immer mit Eigelb bestreichen, dies dient quasi als Klebemittel, damit sie schön zubleiben. Und ein Tipp habe ich noch für euch, rollt die nicht ganz fest zu, sonst gehen die uns beim Ausbacken aus, also sei es in der Fritteuse oder im Backofen, die platzen auf, wenn die zu eng sind. Also die müssen ein bisschen Platz haben, damit die sich etwas dehnen können. Ich frittiere meine Röllchen, aber vorher werden sie noch paniert. Dafür habe ich mir eine Panierstraße aufgebaut, bestehend aus einem Ei, Mehl und Paniermehl. Ich werde jetzt nicht die komplette Menge panieren, deshalb die kleine Menge. Den Rest friere ich ein. Dann arbeite ich mich von links nach rechts. Zuerst die Röllchen mehlieren, dann ziehe ich sie durch das Ei durch und im Anschluss panieren. Bevor ich sie aber frittiere, paniere ich erstmal die komplette Portion.
Hier sind die Röllchen, die ich gleich ausbacken werde. Und die restliche Menge, die gebe ich jetzt unpaniert in einem Gefrierbeutel und lege sie direkt ins Gefrierfach. So habe ich sie immer griffbereit. Ihr kennt das bestimmt, besonders an Ramadan, wenn man nach einem langen Arbeitstag erst nach Hause kommt und sich noch in der Küche stellen muss. Dafür sind, finde ich, bei mir zumindest, die Energiereserven komplett ausgeschöpft, um noch stundenlang in der Küche rumzuwerkeln. Deshalb finde ich das echt praktisch, von vornherein eine große Menge herzustellen, und kurz vorm Iftar braucht man sie dann halt nur auszubacken. So, nun werden die Filo-Röllchen im heißen Fett goldbraun ausgebacken. Das Ganze auf mittlerer Stufe, damit sie schön knusprig werden und nicht so schnell anbrennen. Natürlich geht das Ganze auch im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober- und Unterhitze für etwa 20 bis 30 Minuten goldbraun backen. An Ramadan servieren wir sie immer als Fingerfood, und außerhalb dazu mache ich mir immer einen frischen Salat, und somit habe ich in 0,nix eine schöne leichte Hauptmahlzeit fertig. Also wenn ihr dieses Zigar nachmachen wollt, dann geht auf www.atlasküche.com. Dort findet ihr das Rezept zum Nachlesen und Ausdrucken. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen und abonniere den Kanal, falls du noch kein Abo meines Kanals bist, um weiteres nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch jedenfalls noch ganz viel Spaß beim Nachmachen und beim Ausprobieren, und bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.